Moin und willkommen auf meinem Kanal. Ihr seht selber, es geht um Galactic Civilizations Supernova. Ohne Supernova, also nur Galactic Civilizations. Das Spiel habe ich mir vor, glaube ich, 2 Jahren bei Epic gekauft. Da war das gerade im Early Access und auch preislich noch erschwinglich. Inzwischen kostet es, glaube ich, 40 Euro. Ich habe mir jetzt den Zusatz hier Supernova gekauft und gleichzeitig einen Steam-Schlüssel erhalten für dieses Spiel hier für nicht ganz 19 Euro. Viel Geld, aber naja, Butcher Smoken. So, ich habe ja schon für Galactic Civilizations ohne Supernova ein kleines Tutorial aufgesetzt. Da gab es, das war zwar so, dass da stand, ja, Tutorial, aber war nirgendwo zu finden. Also habe ich das gemacht. Nun habe ich mir ja Supernova zugelegt und hier ist direkt auf der Oberfläche das Tutorial erreichbar. Ne? Es ist auch auf Deutsch. Ich weiß nicht, ob das Supernova auch auf Deutsch ist, aber wie auch immer, ich klicke da mal rein. Musik habe ich wie immer ausgemacht, aber hier sieht es auch aus. Erschaffe Galaxie. Wenn das alles auf Deutsch ist, wäre ja schön, ne? Stellt euch einfach da orchestrale Musik vor, die jetzt hier im Hintergrund läuft. Dü, 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 ne? So ein bisschen an Star Wars angelehnt, aber nicht zu deutlich. Ne, so pompös. Das ist also jetzt der Vorspann. Und erzählt wurde da was auf Englisch. Ich nehme an, das wird hier genauso sein, weil Sprache bleibt auf Englisch, nur Text wird auf Deutsch übersetzt. So, hier das kleine Raumschiff hier. Da sind wir. Ja, ganz, ganz klar eine Forscher. Ne? So, jetzt. Aha. Da sind wir. Kenner ist der erste Schritt der Kontrollzone der Allianz. Sonden sind der beste Weg zu erforschen. Reichweite und können sich schnell bewegen. Die Allianz hat in der Nähe der Erde und wählen sie diese Sonde mit der linken Antenne. Automatische Erkundung. Verstanden. So, das hatten wir jetzt auch bei dem anderen Video. Da gehe ich mal raus. Ne? Das ist die Sonde. Und hier erkunden. Ne, wird versuchen, den Kriegsnebel aufzulösen. So. Kolonieschiffe zu bauen. Ja, den kenne ich auch noch irgendwo her. Stimmt auch. Nicht ganz so, aber so ähnlich. Auf der rechten Seite die Projekte, die verfügbar sind. So, was steht hier? Missionen. Fertig. So, ich will jetzt aber erstmal hier das Kolonieschiff bauen und damit haben wir das in Auftrag gegeben und dann erstmal fertig. Ja, mehr tolle Sachen haben wir ja nicht. So, Vollzugsanordnung können jetzt durchgeführt werden. Hier. Also das Einzige, das wäre dann hier. Ne, aber im Moment weiß ich gar nicht, wie das will. Unsere Wirtschaft ist stabil und wächst. Streitkräfte stehen bereit für den Kampf. Bewundern unsere Kultur. Na, das ist doch schön. So, hier müssen wir jetzt erstmal Forschung anschmeißen. Ne, wir sind also D.L. Bradley. Direktionsleitung Bradley.
So, weiß zum Freischalten ein Minister für Technologie zu. So, schaltet den Zivilisationen ermöglicht es uns Richtlinien. Sternenbasen. Machen wir erstmal hier den und gut, ist das eine Runde. Ne? Hier gibt es noch eine Technologiebibliothek, den Navigator und hier gibt es fertig. Ne, hier kann man auch noch Hyperwellenradio. Asteroid-Surfer, das war gar nicht schlecht. Bewaffnete Shuttle. Zwei kostenlose Kriegsschiffe. Sechs Runden. Das machen wir erstmal das eine hier. Eine Runde gut ist. Und dann können wir jetzt die nächste Runde starten. Ne? So, hier haben wir was zum Scrollen. Ach so, das haben wir jetzt freigeschaltet, glaube ich. Prime Minister. Neue Technologie wählen. Bewaffnete Raumschiffe. Das ist auf jeden Fall wichtig. Das haben wir gesehen in dem anderen Video. Ne? Deswegen machen wir erstmal hier klar. Dann kriegen wir nämlich zwei Schiffe und die werden wir dann zusammen mit dem Forschungsschiff durch die Gegend ziehen lassen. Okay, die erkundet automatisch. Was haben wir hier? Lehrer Politik-Slot. Sei gegrüßt, jawohl. So, ich will erstmal hier die normalen Steuersätze einstellen. Damit sind wir hier bei Zustimmung schon ziemlich hoch. Und da sind wir sogar bei 73. Dass er beschleunigt letzten Endes die Produktion. So, fertig. Haben wir wieder 10% mehr. Production. Und jetzt sollen wir ja hier. Hallo. So, wie komme ich da jetzt hin? Zivilisation. Da sind die Anführer. Willkommen im Leader Recruitment Center. Das muss ja auch auf Englisch sein beim deutschen Spiel. So, hier hast du die Möglichkeit, Anführer zu rekrutieren. Fertig. So, dann wollen wir mal gucken. Wir haben 1004 und es wird knapp. So, was haben wir denn noch? Den nehmen wir auch. Und den nehmen wir auch.
Und dafür haben wir sogar noch genug, dass wir hier richtig zuschlagen können. So, Erkundung. Fleiß. Zack. Intelligenz. Wusch. Der ist Gouverneur, Diplomaten brauchen wir nicht, Commander. Flaggschiff. Auch Flaggschiff und Flaggschiff. Das ist Fregatten. Dann gehen wir hier erstmal raus und das ist die Sonde und unser Schiff ist noch nicht fertig. Was haben wir hier? Kernwelt, Planetenverwaltung. Okay. Ja, gut, zu Anfang wäre das vielleicht gar nicht schlecht, ne? Und das hier ist Forschung, ja. So, sag mal fertig. Drück Tab. Oder draufklicken. So. Das ist immer ein ganzer Monat. Dann wollen wir mal sehen. Ja, zu Anfang ist natürlich noch tote Hose. Da ist noch nicht viel los. Das kommt denn. Aha, jetzt haben wir das bewaffnete Shuttle und kriegen zwei
Kriegsschiffe, meine ich. So, Weltraumwaffen. Ein Flaggschiff. Ja, Fertigungsschub ist immer gut. 3-3-4, so. Aha. Tja, Weltraumwaffen. Ein Flaggschiff. Dann machen wir das erstmal. Und fertig. So, da haben wir den Wachtmeister. Das sind gestapelte Schiffe. Die können wir hier tauschen, ne? Jetzt habe ich einen Doppelklick gemacht. Das ist fertig. Wo ist denn die Flotte hier zu sehen? Da. Verwalten. So, dann drücke ich mal Steuerung und mache eine Flotte draus. Fertig. Na, das sind jetzt zwei Schiffe, die immer gemeinsam fliegen. Und dann warten wir jetzt auf die. Hier werden sie auch angezeigt. Überspringen. So. 3 Runden noch fürs Kolonieschiff. Ja, machen wir mal Generator dazu. So, und was haben wir hier? Drecktab. Unerforscht. Die ist ja von sich aus unterwegs. So, damit haben wir das. Neue Tech wählen. Sternenbaden. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Das nehmen wir. So, jetzt können wir ein zweites Teil hier reinschmeißen. Nö, 20% mehr Produktion, das ist doch schon mal gut.
So, was haben wir noch? Ach so, das sind die beiden wieder. Überspringen. Und los geht's. Ah, jetzt können wir das laden. So, damit haben wir das Kolonieschiff jetzt. Solflotte 1. Wo ist das? Ist das automatisch damit drin? Da ist es. So, wir machen ja jetzt eine Flotte draus. So, aha, sind wir hier, Solflotte 1. Jetzt sind sie alle zusammen hier. Ja, mal gucken, was wir machen. Sonde. So. Ach, das hatte ich nicht gedrückt, was? Ah. Gut, dann wird jetzt eine Sonde da gebaut. Ah, wir sind Zweiter mit Forschung. Das ist nicht gut. So, neue Tech wählen. Bewegungsgeschwindigkeit 7, 7 und 8. Ja, was machen wir da? Logistik.
So, was haben wir hier? Aha, Dringi. So, tyrannische Allianz. Was habt ihr hier? Ich war auch so ohne Ende, ne? So, wir kriegen Sternbasismodule. Aber das haben wir doch gerade selber freigeschaltet. Nee, dann brechen wir ab. Die haben nichts für uns. Fertig. Ach so, Erkundungsschiffe habe ich gar nicht in Auftrag gegeben. Naja, machen wir erstmal jetzt so weiter. Ne? Wir müssen ja wissen, wie lange zwei noch. So, und was haben wir noch? Das ist der Entdecker. Ach, das ist das Flaggschiff. Tja, noch nichts Tolles entdeckt hier, ne? Wo sind die anderen Schiffe da? Das nicht automatisieren nochmal. Gut, also den brauchen wir da nämlich nicht bei. Und das haben wir hier noch. Nochmal ein Projekt wählen. Fertig. Und habe ich das nicht gerade eben? Ach so, hier. Die Hauptstadt.
Die Schmiede, Sonne noch zwei Runden. Noch mehr. Was haben wir doch gerade gemacht hier? Was haben wir denn jetzt alles für Schiffe hier? Kolonieschiff. Machter, Versorgung. Sternenwagen bauen. Der wird ja gar nicht fertig hier. Ja, dann machen wir noch weiter. Aha. Das wird uns bald enthüllt, na denn. So, komm. Erfolg. Ja. Acht Planeten, na denn. Ja, das kennen wir schon aus dem anderen. Nö, der rote Planet. So, bla bla bla. So, was haben wir hier? Kernweltprojekt. So, was haben wir da? Ereignis. Das alte Artefakt.
Das ist doppelt. Ach so, der kann jetzt weiter. Ach so, Artemis. Da haben wir jetzt drei Sachen zur Auswahl. Was haben wir hier? 10 Kulturpunkte, 10 Zustimmung und nö, nehmen wir das hier. So. So, jetzt können wir uns hier was aussuchen. So, das haben wir also gemacht. Und jetzt können wir hier auch schon mal wieder. Oh, Klasse 28. Boah, ey. Jetzt haben wir natürlich kein Schiff mehr, um das. Ah, das ist gleich fertig. Das ist sehr gut. So, dann wollen wir mal gucken. Eine Runde. Und fertig ist das Schiff. Dann wollen wir mal sehen, was schmeißen wir denn da jetzt für Bürger rein? Produktion, dann nehmen wir den hier. Fertig. Wollen wir hoffen, dass das auch klappt jetzt. Was sind denn die anderen Schiffe, die ich da hingeschickt habe? So, wo sind denn die Schiffe jetzt da? Na, falls das dann jemand, da haben wir wenigstens Schiffe da. Ne? Ja, Forschung.
Asteroidschürfer, das müssen wir jetzt machen. Da kriegen wir Rohstoffe. Nö, ne, da machen wir erstmal jetzt hier fertig. So, was haben wir noch? Die Schiffswerft. Machen Kolonieschiff. Fertig. So, dann. So, der macht hier alles selber. Untersuchungsbericht. Uralten Frachtcontainer. Machen wir hier. Zack. Ne? Jawohl. Eine neue Kernwelt wird gegründet. Also Gouverneur. Erforscht die Präkursorfabrik. Ja, das machen wir. Die ist im Kreis Pein 2. So, jetzt wollen wir hier mal. Ach, da ist es ja schon. Gouverneur zuweisen. Wollen wir mal sehen. Können wir alle nicht, weil wir keine Kohle haben. Dann nehmen wir hier die, ja, die ist gut. Eine Kernwelt, der gebaut wurde. Es gibt Berichte, haben die von Piraten. Okay. Ach, jetzt müssen wir hier erstmal gucken, was haben wir denn? Koloniale Produktion, Verbesserung. Das hier. Na, dann machen wir hier die Hauptstadt. Die machen wir dahin. Bitte. Ja, das war das. Dann wollen wir mal gucken. Das ist die Flotte. Und wo finden wir denn jetzt diese Scheiß-Piraten? Wenn da jetzt Piraten kommen, dann sind die fällig. Sowas von. Dann fliegen wir erstmal
dahin. Keine Piraten entdeckt. Also jetzt beschleunigen. Also muss ich die Ressourcen haben. Kein Ziel, das ist nur ein Hinweis. Okay. Asteroid, Schürfer. Neue Technologie wählen. Waffensysteme. Jawohl. Das ist schon mal gut. Und dann müssen wir mal gucken, was haben wir hier? Klasse 1 schlecht. Artefakt. Der Pfad des Ruin. Schlacht. Und das die Piraten? So, was ist das? Asteroidschürfer. Den wollen wir erstmal. Der schickt auf die Erde. Ja. Und dann haben wir ja noch einen. Und der schickt auf Erde. Wer schickt denn hier nach Artemis? Alles Erde. Dann können wir den auch gleich hierher schicken. Ach, das ist alles jetzt mit einem schon abgetan. Na dann, gehen wir dahin. Wir haben die meisten kolonisierten Welten. Bringt das dann unterm Strich auch was? Kolonieschiff. Jetzt wollen wir nur noch eine Adresse, wo wir hin. Inkolonisieren wollen, ne? Was sind denn unsere Entdecker alle hier da? Das war nix, ne? Das war tot. Das war auch tot. Müssen wir wohl noch ein bisschen. Müssen wir wohl noch. Ja, das war auch tot. Menschen, da ist diese Ferengi oder wie die heißt, ne? Ja gar nicht hin eigentlich, ne? Können wir eigentlich hier viel besser mal gucken. Geht nicht, geht auch nicht. Ach so.
Dann schicken wir dich mal hier wieder her. Dann beschützt du die Welt. Was haben wir noch? Ah, die Schiffswerft halt. Da wollen wir mal gucken. Wir gleich zwei wollen, dann machen sie mal eins. So. Das ist das Kolonieschiff. Ja, solange wir noch nichts haben hier, ne? Abschieben ist es auch. Jordan. Stand B. Ah, kultureller Fortschritt. Ah ja. So, ach so, hier können wir jetzt klicken und dann. So, Totalitarismus. Dann gibt es die Eisenfaust. Neun Kulturpunkte. Das will ich nehmen. Jo. Das ist die Zustimmung nämlich. Ne, erstmal fertig. Und was haben wir hier jetzt? Definitiv. Kolonieschiff. Habe ich doch gerade gemacht. Oder träumisch. Ey. Ach, das sind alles. Drei Stück, wo kommen die denn alle her? Ach, nee, ne? Dann muss ich da ja auch nochmal den machen. So, dann ist er jetzt fertig. Deswegen muss ich das mehrmals machen. So, abgeschlossen. Sehr gut. Module in unseren Schiffswerften. Module herstellen. Sternenbasis. Konstruktion einfacher Kinetikwaffen. Grundlegende Energiestrahlwaffen. Oh. Sternenbasismodule. Noch haben wir noch nicht mal eine Sternbasis. Dann machen wir mal hier mit den Energiewaffen weiter. Fertig, so. Und machen wir mal so. Bringt mir ja noch nichts viel, weil hier ist ja noch keine Werft und nichts.
Nicht? So, deswegen. Ja, möchte ich. So. Ne, hier wird das jetzt gebaut. So, hier sollst du Wache halten. Ne, ne? Wachposten. Sieben. Ja, das könnten wir auch mal machen, ne? Machen wir mal Verteidigungsstudie. So. So, welches ist das? Ah, Pein. Oh. Sehr schön. Oh, halt doch mal eine Schiffswerfbau. Die kommt danach, das ist auch gut, dann kriegst du vorher nämlich noch Dampf. So, inaktive Wildbahnprojekt, das ist unsere Schiffswerfbau. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Sonde, Sonde. Dann machen wir jetzt Sonde hier, komm. Zwei Stück, ne, dass wir welche wegschicken können. Was ist das hier? Das ist Kolonieschiff, das ist Solflotte 3. Ah, ja. Handelsangebot. Ja. Nee. Ja, war wieder unbekannt. Ach so. Erst bin ich dran gegangen. Bin jetzt bei Kombi, soll ich dir was mitbringen? Ja, Frikadellen, ne? Und die Haxe haben die auch noch? Das ist ja jetzt SB, weiß man ja nicht. Ja. Ist auch Kirchen oder was? Ah, nee. Nee, nee. Okay. Aber lieb, dass du da noch fragst. Ja, gut, dann bis gleich, ne? Tschüss. Ja, da musste ich mal rangehen. Das war meine liebe Frau, die gerade beim Einkaufen ist und fragt, was sie noch mitbringen soll. Gut, was wollt ihr jetzt hier? Energiewaffen und wir erhalten Kredits, Sternenbasismodule, offene Grenzen. Ja, das machen wir, ne? Gut, fertig. Sehr schön. Das heißt, wir können da jetzt auch durchfliegen, aber die nicht bei uns, ne? Ereignis. Egalitarismus erhöht sich auf 3, Kollektivismus-Ideologie auf 2 und 300 in die Staatskasse. Naja, dann machen wir das mal hier. Das ist immer so ein bisschen
Ist das immer, ne? So, was haben wir denn hier? Arbeitsschiff 1. Das ist das, was zu anderen Kolonien was bringt, ne? Dann wollen wir das mal hier zum Mars schicken und mal sehen, ob die denn automatisch da was einrichten. Arbeitsschiff 2. Das schicken wir mal dahin. So, mal gucken, ob das was gebracht hat. Forschung. Fregattenklasse frei. Belagerung-Modul, Fregattenmodul. Ach so, das ist. Ja. Auch nicht schlecht. Also 4 oder 3 Weltraumläufe. Dann machen wir Fregattenklasse hier. Komm. Los geht's. Zack. Und weiter. So, welche ist das? Die Erde. Das ist die Erde. Erde. Module. Konjunkturprogramm. Gut. Fertig. Und nächste Round. Ah, hier haben wir was entdeckt. Promethion, da haben wir jetzt DNEP, Klasse 2. Alles schlecht, aber immerhin, ne? Immerhin besudelbar. Oh, hier ist noch ein schönes Ding. So, dann wollen wir mal, können wir hier nicht die Kommandos geben, besiedeln doch mal, das wäre es doch jetzt. Also muss ich jetzt tatsächlich hier. Da können wir also nicht hin, außerhalb der Reichweite der Flotte. Da müssen wir hier irgendwas bauen, damit die tanken können. Dann mach das mal hier. Ach, der untersucht noch. Ach. Kolonieschiff. Dann bla bla blub. Was haben wir hier? Verschmutzung. Da habe ich ja gerade einen hingeschickt. Scheiße, jetzt habe ich geklickt. Mist.
Aber trotzdem da einen hinschicken. Autokolonisieren. Auch das drücke ich spaßeshalber mal. Ja, da will der da oben irgendwo hin. Das ist ja geil hier. Was ist denn hier? Klasse 4. Naja, besser als Klasse 2. Ne? Gut, dann mal gucken. Das gibt bestimmt Ärger. Okay, verstanden. Neue Technologie. Fortschritt im System für empfindliche Ziele. Einfach ja, nehmen wir das hier, das ist gut. Ne, das ist Panzerung und sowas. Und was haben wir hier Schönes? Ah, da können wir wieder was reinschmeißen. Herz des Reichs, Schiffe, Brainstorming. Na, dann nehmen wir mal zusammen. Zack. Gut, fertig. Und was haben wir noch hier? Ereignis. Tass Entdeckung. Zeigt die. Zerlegt die in ihre Wert von Illyrium und Thulium, verkauft sie 300 Staatskasse. Na los, Erweiterung, zack, Ausrüstung. So. Das ist die Erde hier, ne? Ja. So, Belagerung, Arbeitsschiff. Versorgungsschiff. Kann Stern werden. Habe ich das Falsche vorhin weggeschickt? Frachter. So, dann drücke ich jetzt mal Escape und speichere das Spiel unter neuen Namen. Dann machen wir mal den weg und dann machen wir Stream 3 draus. Jawohl, speichern. Jo, das soll auch erstmal reichen. Ich denke mal, die Spielmechanik ist klar geworden, wie das Ganze läuft. Da kann man nicht mehr viel verkehrt machen. Also von daher, danke fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn dir das gefallen hat. Und freue mich natürlich auch, wenn du das honorierst durch ein Follow, ein Abo, ein Gefällt mir. Wie auch immer. Ich wünsche dir viel Spaß beim selber Spielen und sage Tschüss.